بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بدانا في الدرس الماضي ولله الحمد بدراسه كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Dies ist ein Wort, das wir in der letzten Stunde gemacht haben. Und dabei haben wir auch mit dem Verbio gekauft, angefangen, einkaufen und verkaufen. وذكرنا أن الأصل في البيع الحل والجواز. نعم. Dann haben wir auch erwähnt, dass das ein Regel hier ja überhaupt gilt. Und zwar der Grundregel, dass alles was mit Kaufen und Verkaufen ist, halal ist. إلا إذا كان في ظلم. Sei bei ihm, dass es jetzt eine Ungerechtigkeit da herrscht. أو غرض وجهالة. Oder Unwissenheit. أو ربا. Oder Buchhaltung. ولا بد في البيع من التراضي بين الطرفين البائع والمشتري. Und die Einkauf oder Kaufabwicklung vollkommen erfüllen. Muss einfach das mal die Akzeptanz zwischen den beiden Parteien sein. وأن يبيع ما يملك. Dass jemand verkauft, was er besitzt. أو مأذون له في التصرف في هذا المبيع. Oder bevor möchte etwas verkaufen. وقلنا الغالب أن الإنسان قد يستعجل في البيع أو في الشراء، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى له فرصة يفكر فيها في أن يتم هذه الصفقة أو يفسخ. نعم. In der Regel eilt sich der Mensch einfach, die Kaufabwicklung zu machen. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Chance zu geben, einfach zu überlegen, ob man das noch weiterführen kann oder nicht. ذكرنا أمثلة على البيوع المحرمة. Dann haben wir schon einige Beispiele erwähnt für verbotene Kaufabwicklung. بيع التماثيل والأصنام. Wie zum Beispiel Witze oder Figuren. مخدرات، دروغن، الخمور، الكحول، بيع الميتة، ولا فكافن بتوتن، إلا ميتة السمك والجراد، أو صافيشة والكرتن، بيع السلاح في الفتنة، ولا زي ما فكافن بافن، gerade in bestimmten Fällen, wo man schon mal leicht der Risiko entsteht, dass man vielleicht mit dieser Waffe jemanden tötet. بيع ما يؤدي إلى محرم، يعني إعانة إنسان على فعل محرم، كبيع العنب لمن أراد أن يتخذه خمرا، نسأل الله عليه السلام. Verkauf von bestimmten Gütern, aus denen man vielleicht verbotene Sachen macht, wie Verkauf von Frauen, aus denen man vielleicht produziert oder herstellt. وقلنا هناك من أنواع البيوع ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الناس، مثل البيع على بيع أخي والشراء على شراء أخي. Es gibt bestimmte auch Kaufabwicklung, die vielleicht zu Streiterei führen. Zum Beispiel versuchen jemand nach der Kaufabwicklung von anderen Personen einfach nochmal diese Kaufabwicklung für sich selbst zu bestimmen. Indem er die Preise nochmal erhöht. بيع ما لا يقدر على تسليمه. يعني مثال يقول أبيعك الطير وهو في الهواء. نعم. Verkaufen bestimmte Güter oder Waren, die man schon vielleicht nicht liefern kann. Zum Beispiel der Verkauf von Flügeln im Himmel. أو لديه عبد وهذا العبد آبق، يعني فر من سيده، يقول أبيعك هذا العبد. إذا حصلت هذا العبد فأنت غانم، وإلا فأنت غارم. فهذا غرر وجهالة وظلم. Oder Verkauf zum Beispiel von einem Sklaven, der schon geflohen ist. Und sagt, wenn du dann ihn erreichst, dann hast du wieder Verkauf. نعم. يبقى معنا بعض الأشياء منها. نعم. منها. Dann bleibt noch uns zu erwähnen bestimmte Sachen. الشروط في البيع وفي النكاح وفي الإجارة، يعني في كل معاملة. نعم. Was sind die Rahmenbedingungen bei Eheschließung oder bei Verkauf und Verkauf? الشروط تنقسم إلى قسمين، سواء كان في البيع أو في الإيجار أو في النكاح أو في أي شيء.
من المعاملات تنقسم الى قسمين. Diese Rahmenbedingungen unterteilen sich in zwei Gruppen, sei es das mit Heiraten oder sei es zum, beim Halten und so weiter. شرط لازم للعقد، شرط من مقتضى العقد لابد أن يفي بهذا الشرط وإن لم يذكر هذا الشرط في مجلس العقد، شرط لازم يعني دائما يكون مع العقود حتى وإن لم نذكر هذا الشرط في مجلس العقد أو في العقد عقد العقد بين البائع والمشتري. نعم، يسميه العلماء عقد لازم. Es gibt eine bestimmte Bedienung, die schon mal da vorhanden sein muss, selbst wenn diese Bedienung nicht erwähnt ist, schriftlich, sei es schriftlich oder mündlich, diese Bedienung muss da, da oder muss da vorhanden sein. يعني هذا حجز الآن تذكرة طيران إلى مكة للعمرة. Beispiel hat jemand ein Flugticket gebucht, um einen Umrah zu machen. واشترى التذكرة. Hat schon die Tickets schon bereits gekauft. وعندما ركب في الطائرة. Als er in der Maschine saß. قال أين أجلس؟ نعم. Fragt am Bachbeispiel. Wo soll ich hinsitzen? قال ليس لك مقعد عندنا. أنت اشتريت منا التذكرة ولم تشترط علينا المقعد. فتظل واقف إلى أن تصل الرحلة بإذن الله تعالى إلى جدة. نعم. Dann sagt ihm jemand zu ihm, tut uns leid, du hast keinen Sitzplatz bei uns. Du hast schon zwar den Ticket gekauft, aber dann nicht den Sitz. فيقول لا، هذا الشرط من مقتضى العقد، لأن المتعارف عليه شراء التذكرة، التذكرة فيها مقعد. أي نعم. In diesem Fall sagt man zu ihm, das geht nicht, das ist schon bekannt, dass einfach, wenn ich jetzt ein Ticket kaufe, dass einfach ein Sitz auch dazugehört. تزوج مرأة. ثم لا نفقة ولا كسوة ولا عشرة بالمعروف. نعم. Hat jemand eine Frau geheiratet ohne Heiratsabgabe oder einfach bestimmte Kosten, die man schon für die Frau bezahlen muss, einfach sind geheiratet ohne irgendwelche Ausgaben. فجاء إلى الولي إلى الزوج وقال لماذا؟ لماذا ما تصنع هذا مع ابنتي؟ يعني لا نفقة ولا كسوة ولا عشرة بالمعروف. قال لم تشترط علي هذا وقت العقد. مفهوم؟ يقول له الولي هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يكتب. نعم. Dann kommt natürlich der Schwiegervater und fragt, warum, was machst du mit meiner Tochter? Du gibst ihr gar nichts. Ne? Dann sagt der Mann, wir haben das nicht erwähnt bei der Eheschließung. Dann sagen wir ihm, das geht nicht, das gehört auch einfach dazu. وعند هذا قسم، القسم الثاني شرط زائد على العقد. Der zweite Teil, wo es ist extra, steht nicht bereits im Vertrag. نعم، الشرط الزائد هذا ينقسم إلى قسمين. Dieser extra Teil bei der Kaufabwicklung unterteilt sich in zwei Teile. شرط جائز وشرط محرم. Eine erlaubte Bedienung und eine verbotene Bedienung. الشرط الجائز هو الذي لا يخالف الشريعة. Die erlaubte Bedienung ist natürlich widerspricht nicht der Scharia. والشرط المحرم هو الشرط الذي يخالف الشريعة. Und die verbotene Bedienung ist natürlich alles, was gegen die Scharia stößt. مثال. Beispiel. اشترط عندما اشترى من هذا الذي يبيع مواد البناء، قال اشترط عليكم أن تحملوا هذه الأغراض إلى بيتي في تونس مثلا. هذا شرط زائد خالف الشريعة، لا، إذن يجب الوفاء به. نعم. Beim Kauf zum Beispiel von Baustufen und der Käufer schlägt vor oder bestimmt vorher, dass man diese Material oder diese Ware nach Hause geliefert werden muss bei der Vertrag oder bei der Kaufabwicklung. اشترط عليه قبل الزواج، قالوا لابد أن تستأجر لها شقة ثلاث غرف. نعم. Die Angehörigen von der Frau oder von der Braut haben sie vorher bestimmt oder bestand darauf, dass der Mann für seine Frau oder für die Tochter eine Wohnung aus drei Zimmer bestehen soll kaufen.
هذا شرط زائد لكن لا يخالف الشريعة. نعم. لكن الشرط المحرم كان يشترط على الزوج مثلا، قالوا لابد أن يكون في العرس موسيقى. أنا ein Beispiel für die verbotene Bedienung, dass die Familie oder die Angehörigen von der Frau vorher bestimmen oder verlangen von dem Mann, dass er schon bei der Hochzeit eine Musikgruppe vorher bringen soll. وخمر. Und Alkohol auch dazu bei der Party. ودخان. Und auch noch Tabak, Waren. نعم. فهذا شرط زائد لكن مخالف للشريعة. فايش يصنع هذا الزوج؟ Es ist zwar jetzt, es ist zwar extra Bedienung im Vertrag, aber es ist verboten. إذا وافق مشكلة. Wenn der Mann das akzeptiert, ist ein großes Problem für ihn. وإن لم يوافق أيضا مشكلة. Und wenn er nicht akzeptiert, auch ein Problem für ihn. فيقول لهذا الولي أبو الزوج، يقول هذا أنت تعرف أن هذا الأمر محرم. يبين له لعل هذا ما يعرف الحكم، لعل لا يعرف الحكم. In diesem Fall ist die Aufgabe der Mann, dass er den Schwiegervater oder den Angehörigen einfach den erklären oder zeigen, dass er verboten ist und dass man auch nicht darf tun darf. المهم فقال له الوالد نحن نعرف الحكم نريد هذه الأشياء إما أن تصنعها لنا أو لا زواج. نعم. Wenn aber der Vater der Frau einfach weiterhin ihm sagt, dass wir kennen schon diese Bedingung, aber wohl, dass diese Bedingung erfüllt. الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يعني مثل هذه المسألة، أنه يوافق، يقول لكم هذا. نعم. Was wir schon vom Muhammad صلى الله عليه وسلم erfahren haben, dass der Bräutigam in diesem Fall diese Bedingung akzeptiert. ولا يفي لهم. Aber er muss diese Bedingung nicht erfüllen. نكاية بهم. einfach aus, sag ich mal, Rache. نعم. إذا هذه الشروط سواء في العقد، في العقود التجارية، بيع، شراء، إيجار، كذا، وكذلك في النكاح. نعم. Das sind die normale Bedingungen, die schon bei der Kaufabrechnung beachten sollen. نعم. أيضا لدينا في الشريعة شيء يسمى بالوقف الأوقاف. نعم، ما هي الأوقاف؟ وقف يسمى وقف. نعم. Also in der Scharia haben wir Sachen, die genannt ist Waqf. نعم. Was ist Waqf? ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني يجعل الأصل لا يباع ولا يوهب ولا شيء من هذا. والمنافع تكون سبيل، يعني لا ليس عليها مال. مثال هذا المكان، يقول أوقفت هذا المكان، يعني هذه الأرض وهذا البناء مسجد لا يباع، صحيح، ولا يوهب ولا يمكن أحد يتصرف في الأصل، لكن من ينتفع به؟ ينتفع به أهل الإسلام. أي إنسان يريد يدخل يصلي يقرأ القرآن يسمح له في هذا. هذا هو الوقف. نعم. Und der Waqf versteht man etwas, was man nicht verkaufen kann oder nicht verkaufen darf. Beispiel eine Moschee, jemand kauft eine Moschee oder baut eine Moschee oder liest oder liest jemand eine Moschee liest, bauen liest, macht das mit Absicht, dass die Menschen hier in dieser Moschee beten, aber nichts mehr, nichts anderes als beten und auch nur. هو من أنفع القرب، من تبعيضيه، من أنفع القرب ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. Und solche Taten, solche Sachen, die schon unverkäuflich sind, sind auch sehr, sehr vorzugt bei Allah سبحانه وتعالى.